Heute ist Premiere. Premiere für das allererste offizielle YouTube Leno More Quiz. Zumindest konnte ich hier noch kein anderes entdecken, also habe ich mir eines ausgedacht. Die Spielregeln sind super simpel. Es gibt einen Begriff, eine Bedeutung, die jeweils hier oben angezeigt ist. Hier im ersten Beispiel handelt es sich um das Ziel. Und genau eine einzige Lenormand-Karte passt zu diesem Begriff. Es gibt also keine weitere. Auch wenn die beiden anderen Karten möglicherweise recht nahe rankommen an diesem Begriff oder eben nahe dran sind, die einzige Karte, die dazu passt, sollen Sie herausfinden. Und nehmen Sie sich ein bisschen Zeit, halten Sie dazu das Video an und überlegen Sie, passt A, B oder C am besten. Notieren Sie sich Ihre Antwort und wir werden dann gleich die Lösung sehen und selbstverständlich gibt es auch eine Erklärung dazu. Dieses Video ist besonders gut für Einsteiger geeignet, um die Bedeutungen der Lenormand-Karten zu üben und vor allen Dingen zu festigen, aber natürlich auch für Fortgeschrittene, die einfach mal wieder ihr Bedeutungsspektrum etwas auffrischen möchten. Und das kann uns hin und wieder allen nicht schaden. Auf jeden Fall soll es richtig Spaß machen. Jedes Mal, wenn ich sage, los geht's, können Sie das Video anhalten und die richtige Lösung finden. Und dann bin ich gleich wieder bei Ihnen. Los geht's! Die richtige Antwort lautet B, der Anker. Warum? Da, wo ein Schiff den Anker auswirft, ist es am Ziel. A, die Wege kommt nicht in Frage, denn der Weg ist bekanntlich nicht das Ziel. Und der Schlüssel zeigt zwar Lösungen auf und Resultate, Belege, aber das ist dann doch ein Stück weit weg von einem Ziel entfernt und passt von daher einfach nicht zu diesem Wort. Der zweite Lenormand-Begriff lautet Nachbarschaft. Bitte finden Sie jetzt die richtige Karte. Los geht's! Die richtige Lösung lautet A, die Störche. Die Störche nisten für gewöhnlich ganz in der Nähe der Menschen, nämlich auf deren Häuserdächern. Von daher leben sie in unmittelbarer Nachbarschaft zu uns Menschen. So kam es, dass dieser Begriff den Störchen zugeordnet wurde, zumindest nach meiner Lehre. Warum kommt das Haus nicht in Frage? Ganz klar, weil das Haus unser Heim darstellt und eben nicht das Zuhause der anderen. Und beim Park ist es so, dass der Park viel weiter reicht als nur bis zur Nachbarschaft. Der Park stellt unsere gesamte Außenwelt dar, unsere gesamte Umwelt sogar. Und der Bereich der Nachbarschaft ist natürlich etwas eingegrenzt und beschränkt sich lediglich auf ein paar Wohneinheiten. Somit fällt der Park raus und das Haus sowieso. Suchen Sie jetzt die richtige Karte für den Begriff Störfaktor. Los geht's! Die richtige Antwort lautet C, die Schlange. Die Eulen können zwar ganz schön ungemütlich werden, aber für einen Störfaktor reicht es dann doch nicht so ganz aus. Natürlich, sie richten Chaos an und sie stiften auch etwas Unruhe. Aber ein Störfaktor ist im Grunde genommen nochmal etwas anderes. Und bei B, den Mäusen, ja, da sind wir dann noch ein Stückchen weiter weg. Die Mäuse verursachen allerlei Mist, kann man so sagen. Und mit Sicherheit kann es auch mal stören, dass sie einem etwas wegnehmen, aber sie sind nicht der Störfaktor an sich. Dieser Begriff passt eben am allerbesten zur Schlange, weil die Schlange ja auch gerne für Umstände und Komplikationen sorgt. Also man muss irgendwie herausfinden, wie man den Störfaktor umgehen oder beseitigen kann. Man muss dafür auch die Situation analysieren und verstehen. Man muss vielleicht Strategien finden, um eben auch diesen Störfaktor aufzulösen. Und genau diese Eigenschaften treffen zu 100% auf die Schlange zu. Die nächste Bedeutung ist der Plan und dieses Mal, vergesse ich es nicht, die Karten dazu zu erwähnen, ist es A, die Wege, B, das Haus oder C, der Turm.
Los geht's! Richtige Antwort ist B, das Haus. Schauen wir uns mal die beiden anderen Karten an, warum diese nicht in Frage kommen. Das sind wieder mal die Wege. Klar, ein Plan ist ganz günstig, wenn man einen Weg beschreitet, doch der Weg selbst ist nicht der Plan. Wir hatten vorher dasselbe mit dem Ziel. Da haben wir auch gesagt, der Weg ist nicht das Ziel. Und bei C, dem Turm, ist es eben so, der Turm kann allenfalls Pläne zunichte machen. Und vielleicht ist es manchmal mit dem Turm so, dass man auch seine Pläne überprüfen sollte. Aber einwandfrei passt der Plan zum Haus. Denn beim Haus geht es auch um Beständigkeit, um Sicherheit, um Aufbau und Strukturen, um Organisation. Und das ist alles rund um den Plan gewickelt sozusagen. Jetzt haben wir den schönen Begriff verzeihen oder auch vergeben. Das können Sie analog dazu verwenden. In Frage kommen A, die Lilien, B, die Fische oder C, das Kind. Los geht's! Die richtige Lösung für den Begriff verzeihen oder Vergebung ist A, die Lilien. Die Lilien sind eine Karte, die sehr viel Sanftmut und Tugend widerspiegelt. Von daher ist dieser Begriff dort auch am besten aufgehoben. Die Fische kommen nicht in Frage. Sie stehen zwar für Sensibilität und Empathie und auch für Verletzlichkeit. Das sind alles Dinge, die eine gute Grundvoraussetzung für das Verzeihen bilden. Aber der Begriff Verzeihen ist bei den Fischen einfach nicht angesiedelt. Und genauso wenig ist er für das Kind vorgesehen. Das Kind ist so ein bisschen, ja, mit der Karte kann man leicht austricksen, so würde ich es nennen. Denn wenn man die Kindeskarte sieht, dann denkt man natürlich auch daran, okay, das Kind hat was angestellt und man verzeiht ihm aber natürlich. Nichtsdestotrotz steht das Kind in seinen Begrifflichkeiten nicht für das Wort Verzeihen. Der nächste Begriff für unser Quiz ist die Erwartung. Dafür in Frage kommen A, das Schiff, B, der Bär oder C, der Hund. Los geht's! Die richtige Antwort lautet hier C, der Hund. Und ich muss zugeben, ich habe es Ihnen nicht leicht gemacht, denn ich habe extra zwei Karten ausgewählt, die relativ dicht an diesen Begriff herankommen, ihn aber nicht zu 100% treffen. Schauen wir uns ja zuerst den Bären an. Wenn der Bär etwas will, dann fordert er ein oder er ordnet an. Er erwartet nicht nur, erwarten ist ein wenig milder. Ich schaue erst mal, wie der andere reagiert, was vom anderen kommt und ich verhalte mich eher passiv. Nicht so der Bär, der haut natürlich gleich mal oben drauf mit seiner riesen Pranke und dann weiß der andere schon, okay, da gibt es jetzt eben kein Erbarmen, jetzt muss ich abliefern. Und beim Schiff ist es so, das hat natürlich im ferneren Sinne etwas mit Erwarten zu tun, weil wir zum Beispiel die Ankunft von jemandem erwarten, ja, oder erwarten, dass etwas vorangeht, dass wir irgendwo ankommen. Dennoch ist das Schiff selbst nicht die Erwartung. Und das sind immer so diese feinen Nuancen, die es zu unterscheiden gilt. Unsere jetzige Bedeutung ist der Handel. Dafür in Frage kommen A, der Anker, B, das Schiff oder C, der Ring. Los geht's! Die richtige Antwort lautet B, das Schiff, denn seit jeher wurde mit Schiffen Handel betrieben. Der Anker hat mit Arbeit zu tun und Handel bedeutet freilich Arbeit, aber die Arbeit wird ja hier sehr allgemein definiert beim Anker und eben nicht näher bezeichnet, in welcher Hinsicht Arbeit betrieben wird. Und beim Schiff finden wir eben eine genauere Bezeichnung. Da kann eben die Arbeit im Handel stattfinden. Mit Handel ist ja übrigens auch zum Beispiel der stationäre Handel gemeint. Das ist ganz wichtig auch noch, ne? Und beim Ring ist es so, dass natürlich ein Handel immer ein Übereinkommen bedeutet. Eine Zusammenkunft von zwei Parteien, Käufer und Verkäufer. Aber der Handel an sich wird nicht durch den Ring bezeichnet. Der steht dann eben nur für die, für den Zusammenschluss, für die Verträge. Aber all das, was Handel ausmacht, und das ist ja, also der
Vertragsschluss ist ja nur ein Teil davon sozusagen. Aber alles, was ansonsten den Handel ausmacht, ist voll und ganz beim Schiff verortet. Kommen wir zu unserer letzten Bedeutung, der Stolz. Dafür kommen in Frage A, der Bär, B, die Sonne und C, der Reiter. Los geht's! Die korrekte Antwort lautet hier B, die Sonne. Die beiden anderen Kandidaten können echt in die Irre führen. Und ich habe es ja vorhin schon zugegeben, ich habe es ihnen eben nicht ganz leicht gemacht. Und man kommt hier schon mal schnell ins Schwanken, wenn man sich Bär und Reiter ansieht. Warum? Der Bär ist einfach eine sehr imposante Gestalt. Und mit Sicherheit hat er auch oder trägt einen gewissen Stolz in sich. Aber von den Eigenschaften, den klassischen Eigenschaften des Lenormand, wird dem Bären einfach nicht der Stolz zugeordnet. Der passt einwandfrei zur Sonne. Die Sonne wandelt so zwischen Selbstvertrauen und Selbstherrlichkeit und irgendwo dazwischen liegt der Stolz. Beim Reiter, ja, der kann natürlich auch eine stolze Erscheinung sein. Aber auch er ist mit anderen Begriffen behaftet und nicht unbedingt mit dem Stolz. Beim Reiter können wir andere Begriffe aufgreifen, wie zum Beispiel den Egoismus oder die Motivation, die Überzeugungskraft. Der Stolz an sich ist aber eben nicht direkt auf den Reiter bezogen. Und ich habe heute extra Begriffe ausgewählt, die einwandfrei nur bei einer Karte zu finden sind. Wir werden das alles beim nächsten Quiz etwas ausweiten, weil dann zu jeder Bedeutung möglicherweise zwei Karten in Frage kommen. Das wird dann also so richtig, ich will fast sagen, wie in der Führerscheinprüfung. Es können auch drei Antworten möglich sein. Nein, ganz so knifflig wird es nicht. Aber ich freue mich natürlich, wenn Sie bei unserem Spiel wieder mitmachen und auch einiges an Bedeutungen und an Klarheit dazu gewinnen. Wenn Sie solche Lenormand-Projekte wie diese weiterhin sehen wollen, dann unterstützen Sie mich bitte unbedingt mit einem Daumen nach oben, lassen Sie ein Abo da und kommentieren Sie auch gerne dieses Video. Ich freue mich auf Sie.